Willkommen zurück hier auf meinem Kanal, hier euer Berliner mit dem Spiel Kingdom and Castles, die 5. Folge. Und wir sollen noch ein Geschäft bauen. Futter brauchen wir genug, da haben wir genug, Alter. Wir haben, oh, jetzt, nee, eben nicht. Da geht es ein bisschen bergab mit dem Futter. Wir werden jetzt noch einen Futterturm bauen. Wir müssen noch was bauen hier an Futter. Ich denke mal, den werden wir hier pflanzen. Unsere Nahrung. Nee, können wir nicht bauen. Dann machen wir da hin. Ja, da bauen wir es hin. Das ist natürlich ärgerlich, Leute. So, Felder werden wir jetzt auch noch bauen, noch ein paar. Damit wir Essen haben. Es darf nicht sein, das war Baker. Okay, Marktplatz können wir auch bauen. Wir werden mal noch einen Marktplatz bauen, Leute. Den werden wir mal hier hinbauen. So. So, jetzt werden wir mal gucken. Jetzt oben besetzt, ist auch noch nicht besetzt, Leute. Ach, ist doch ärgerlich. Ist richtig ärgerlich. Aber wir, ich sehe gerade, wir haben 100 Steine. Das heißt, wir können die kleine Barke bauen. Uns fehlt Gold. Ach, Mann. 10 Gold fehlen uns noch. Dann werden wir mal kurz hochtaxieren und dann werden wir auf 1 runtergehen. Und werden dann, bis wir 50 Gold haben, das machen. Und dann werden wir uns eine Armee bauen. Die Armee brauchen wir definitiv. Wenn die uns nochmal angreifen. Hier ist es. Wieso können wir es noch nicht bauen? 35 Holz haben wir mehr als genug. 100 Steine haben wir auch. Wieso können wir das nicht bauen? Und ach nee, 50 Gold haben wir noch nicht. Ich habe gedacht, wir haben das schon. So, dann werden wir bis 50 Gold das machen. Wieso wird nicht so wenig Gold? Okay, jetzt können wir es bauen. Auch nicht. Wieso können wir das nicht bauen? Hm. Okay. Komisch. Wir haben 166, wir haben 50 Gold, wir haben 100 Dicke und Holz haben wir genug. Aber wir können das Ding nicht bauen. Ach so, wir müssen zuerst ein Schemma bauen. Okay, wir müssen zuerst das Ding hier bauen. Okay, für General. So, und dafür würde ich sagen, machen wir den Baum hier weg. Den Baum mal. Ne, den Baum können wir nicht wegmachen. So, dann haben wir Stockpiller. Hier werden wir auch shoppen. Hier werden wir shoppen. Und hier werden wir shoppen. Hier werden wir auch shoppen. So, und dann würde ich glatt sagen. Ja, eigentlich brauchen wir keinen Holzfäller mehr. Wir haben so viel Holz im Moment. Holz und Futter haben wir mehr als genug. Es lagert sich schon ohne Ende hier tot. Was schreibt er denn? Manche. Wir bauen Stockpillars. Weil wir zu viel Holz haben. Wir bauen jetzt ein großes Stockpiller hin hier. Da bauen wir einen Stockpiller hin. Ist zwar doof gemacht, weil wir jetzt hier eine Wand bauen müssen. Aber ich werde hier vielleicht die Verbindung eh wegnehmen. Das Ding werde ich abreißen. Und das Ding nicht. Oder kann ich das kann ich noch wegnehmen. So, und dann werden wir nämlich hier noch ein paar Dinger bauen hier. So. Da bauen wir nochmal ein hohes. So. Zufriedenheit ist da. Da drüben haben wir alles angebaut. Da haben wir alles angebaut. Da haben wir einen Forester. Hier können wir nichts machen. Da haben wir angebaut. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nur ein bisschen Holz. Da haben wir noch Eisen, das ist aber erstmal uninteressant. Und Stein und andere Zeugs. So, er braucht. Achso, die Steuer ist so hoch, ja klar. Ich wollte ja nur. Ah ne, ist okay, die Steuer. Okay, wir können jetzt gleich was bauen. 43 Gold. Achso, es geht runter, das Gold. Okay, wir müssen die.
Wir müssen jetzt Gold hochsetzen, Leute. Wir müssen auf zwei Gold hochgehen. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Händler. Da arbeitet im Moment noch keiner. Und dann würde ich sagen, setzen wir hier noch einen Weg zwischen. So, und hier werden wir das Ding noch aufrüsten. Auch hoch. So, dann haben wir schöne hohe Türme. Da werden wir dann Ballista raufsetzen, vermute ich stark. Die Schiffe vielleicht schon am Anfang von hier, die kommen, wegballern können. Das wäre doch mal nice, oder? Das wäre doch mal richtig nice. So, und dann werde ich hier noch ein... Hier werde ich dann hier zumachen gleich hier. Ja, das machen wir zu. Und falls sie hier von hier unten kommen, müssten wir hier noch einen Turm hinsetzen. Oder wir setzen hier einen Turm hin, großen. Ja, kriegen wir schon hin. So, was meckert er denn schon wieder hier? Forrester, haben zu viel. Ja, ich weiß. Ich arbeite dran. Stockpiller. Ich will das eigentlich nicht da in die Stadt setzen. Oh Mann, Leute, ey. Jetzt shoppen wir mal weg hier. Shoppen wir. Und das Ding reißen wir ab. So. Dann fällt mal, Leute. 76 Einwohner. Nahrung haben wir noch genug. Es sinkt aber ganz schön runter. Wir brauchen mehr Nahrung. Bevor hier noch irgendwas schief geht, Leute. So, hier werden wir auch überall Nahrung hinsetzen. Also gute Bodensachen. Da kann man gut drauf bauen. Mit Nahrung. Hier können wir Nahrung. Hier können wir Nahrung. Hier. Können wir später immer noch abreißen, den Mist. So, und dann werden wir hier zumachen. Hier. Machen wir zu mit Steinen. Mit einem Turm. Oder mit einer Wand. So, sagen wir es mal so. So, dann haben wir das. Dann werden wir da ein großes Stockpiller bauen. Eigentlich doof wieder gebaut. Nicht durchdacht irgendwie. Aber naja, komm vor. So, er meckert wieder wegen Stockpiller. Ja, ich arbeite dran. Ich will das bloß nicht ins Zentrum setzen, den Mist. Oh, das haben wir schon abgerissen. Jetzt könnt ihr euch noch um die Bäume kümmern, Leute. Macht er nicht. Wir können auch hier einen Stockpiller einsetzen. Machen wir auch. Da machen wir es hin. Da lang, da lang. Da lang. Sondern wenn wir da einen Stockpiller einsetzen, ein großes Stockpiller hier. Dort bauen wir ein großes Stockpiller hin. So, ich mache es ja schon. Ich bin doch schon dabei. So. Gold haben wir 105. Das trifft sich schon mal gut. 100 Steine. Jetzt könnten wir wahrscheinlich das Ding bauen. Chamber of War können wir jetzt bauen. Sehr schön. Ah, irgendwie ist hier alle zu eng. So, die Chamber of War. Wo bauen wir die denn hin? Eigentlich haben wir ja keinen Platz mehr. So, hier shoppen wir mal weg. So, ich hoffe, die fangen mal bald an zu shoppen hier, dass die abfällen. So, wir haben 700 Holz, 120 Gold. Es schwankt immer so ein bisschen, 119, wenn man beobachten, auf 119 fällt es. Wie doll es fällt, ob wir jetzt konstant bleiben, weil sonst müssen wir uns was einfallen lassen. Wir können auch noch ein Geschäft bauen. Wir können auch noch ein großes Geschäft bauen. Kirche wird auch noch demnächst kommen. Ein Baker. Wir werden jetzt noch ein großes Geschäft bauen, Leute. Bloß wohin? Das können wir außerhalb bauen. Machen wir auch. Machen wir außerhalb.
Ich will die Bäume eigentlich nicht weiter abroden hier. So, hier können wir auch noch Häuser hinbauen. Aber vor das Schloss wollte ich eigentlich kein Haus bauen. Wir könnten das Ding abreißen und bauen dort jetzt noch ein größeres Haus hin. So, hier können wir auch noch ein Haus hinbauen erstmal. Dann haben wir erstmal wieder ein paar Bewohner. So, aber wir brauchen auch Essen. Und Essen können wir dann, Essensdingen können wir irgendwo noch hinbauen, ne? Jetzt kommen die Wikinger. Von wo kommen sie denn? Von da oben. Ohne dicken Mann. So, ist das Ding jetzt besetzt? Ich hoffe es. Nur einer von zwei. Ach, Mann. Wir können jetzt eine Sache machen. Wir machen das Ding zu. Oder wir machen die Bücherei zu. Die Bücherei, du gehst jetzt da hoch, bitte. Ganz schnell. Bogenschützen sind gesucht. Ich mach jetzt einfach alles zu, was geht. Ist hier ein Arbeiter? Ja, einer. Wir machen auch zu. Wir brauchen hier ein Geschütz. Fuzzi. Aufi. So, mitten Häuptling wieder. Jawohl, es geht schon los. Können wir die Zwerge endlich mal in den, die doofen Wikinger wirklich mal in die Flucht schlagen? Einer von zwei, sehr schön. Der brennt zwar da, aber wir können dort jetzt gleich neu bauen halt. Das ist auch real. Gut, ich habe den Brunnen weggenommen, das war ein Fehler. Aber ich musste halt was machen. So, die haben wir schon in die Flucht geschlagen. So, jetzt bombardieren wir die. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jawohl. Fällt er? Stirbt er? Nur noch der Große ist da. Das wird er wohl nicht überleben. Ja, er ist gefallen. Der Wikingerkönig ist gefallen. So, jetzt müssen wir hier neu bauen. Schade. Hätte ich mal besser aufpassen sollen. Wir werden jetzt erstmal da einen Brunnen hinbauen. Wieder. So, und dann werden wir hier wieder ein Forester hinbauen. Und hier auch. Hier hin. So. So, dann haben wir das hingebaut. Und wir haben die in die Flucht geschlagen, Leute. In die Flucht haben wir sie geschlagen. Wunderschön, wunderschön. Es geht voran. Das ist richtig cool. Wir haben Holz voll, wir haben keinen Platz mehr für Holz. Wird Zeit, dass diese große Stockpiller fertig wird. 450, ach nee, Nahrung, ne? Nee, doch, Nahrung. Ach du Scheiße. Wird Zeit, dass das Ding hier fertig wird. Krass, Leute. So, was sagt er denn? Play Store, ja, ich habe einen gebaut, der ist bald fertig. Und Stockpiller baue ich auch gerade. New Granary, neues Geschäft muss ich bauen. Maybe coming, ja, das wissen wir, die haben wir schon in die Flucht geschlagen. So, wir werden jetzt noch ein Geschäft bauen, neues Geschäft, ein Granary. Wo soll ich denn die ganze Scheiße hinbauen, ey? Bauen wir hier hin, ne? Ja. Und dann werden wir da noch ein kleines Geschäft hinbauen. So. Da haben wir's. Weil dann werden wir hier unten noch eine Festung bauen. Noch einen Zwischenring werden wir da bauen. So, und hier werden wir noch einen Turm hinbauen. So, und der große Turm ist auch bald fertig. Und der zweite große Turm ist auch bald fertig. Das heißt, wir haben so gut wie alle Richtungen, außer hier müssen wir noch was machen, abgedeckt. Ja, super geil, Leute. Nahrung haben wir mehr als genug. Wir müssen sogar wieder was bauen, sehe ich gerade. An Nahrung.
So, deswegen bauen wir hier. Wo ist es? Da. Ne, Food. Hier bauen wir noch ein Feld hin. Die Felder, die wir nicht benutzen können im Moment. Halt mal, das sind doch Steine, oder? Ja, ach nee, unbekannte Steine. Okay, dann ist gut. So, wir bauen noch ein paar Kornfelder. Wir bauen vor das Schloss jetzt Kornfelder. Hier bauen wir auch noch ein Kornfeld hin. So muss es sein. Jetzt sind wir wieder bei 450. Und der Stockpiller hier nimmt alles auf. Okay. Hier hinten haben wir keine Arbeiter. Gut, dann wollen wir da jetzt noch ein Haus hinbauen. Ein großes Haus bauen wir dahin. Da bauen wir noch ein Haus hin. Sauber. Super geil. Zumindest haben wir die ersten Wikinger in die Flucht geschlagen. Die werden wohl so schnell nicht mehr wiederkommen. Worüber ich mich ehrlich gesagt richtig freue. Und ich bin fast so weit zu sagen, ich baue noch einen Forester. Obwohl, Mason haben wir, Blacksmith haben wir, Eisenmine. Wir könnten eigentlich ihn hier auch mal bauen. Für Kohleherstellung. Futter bauen wir im Moment nichts. Wir könnten noch einen Baker bauen. Einen Baker haben wir noch nicht gebaut, oder? So, da bauen wir einen Baker hin. So, und dort werden wir noch Kornfelder bauen. So, da haben wir es. Super geil, Leute. Gefällt mir richtig. Oh, da ist das Kaputtieren. Eine Steinfirma. Ein Steinmetz ist pleite gegangen, kaputt gegangen. So, und diesmal läuft es ja richtig gut hier. Hier sind welche am Arbeiten, sehr schön. Jetzt haben wir hier noch Häuschen gebaut, ist perfekt. Und dann könnten wir eigentlich so langsam mal ein Krankenhaus bauen. Oder wie seht ihr das, Leute? Wo wollen wir das hin? Zum Geschäft. Hier können wir ein Krankenhaus hinbauen. Da bauen wir das Krankenhaus hin. Können wir nicht hinbauen. Zu groß. Bauen wir die weg. Die reißen wir ab. Das reißen wir auch ab. Das reißen wir auch ab. Das reißen wir auch ab. Dann bauen wir dort das Krankenhaus hin. So, da haben wir das Krankenhaus. So. Dann könnten wir hier hinter eigentlich nur ein Haus bauen. Zu eng. Sieht scheiße aus. Solange wir die Fläche nicht brauchen, können wir da noch ein Haus hinbauen. Dann sind wir bei 95 Betten. Das sollte eigentlich reichen. Eigentlich zu viel. Okay. Okay, das war's für heute, würde ich sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Kingdom Castles mit mir, dem Berliner, und wir unsere Streitmacht aufbauen. Und somit sage ich Schimmel und danke euch fürs Zuschauen. Haut mir gerne einen Kommentar rein, einen kleinen Daumen, wenn ihr wollt. Oder lasst mir sogar ein Abo da, das wäre super geil, würde ich mich sehr darüber freuen. Ist aber wie gesagt keine Pflicht, nur wenn ihr Bock habt. Und somit sage ich Schimmel, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.